ist ja schön. Hä? Hier ist ja schön. Wir fahren doch gleich weiter. Ja, ich dachte, da könnt ihr mal eure Nerven beruhigen nach den Kurven gerade. Geil, mach mal nochmal. Wir fahren zurück, einfach nur rauf und runter. Woo! Dann war ein bisschen rechts rum, ne? Urlaub, Eifel, rechts rum. Unsere Lieblingsstrecke. So, bei YouTube will der ein oder andere mal mehr von den Mopeds sehen. Und aus aktuellem Anlass fangen wir einfach mal direkt an, von unserem neuen Praktikanten, dem Dennis, seine Virago zu zeigen, die wir ja gestern, also habt ihr bestimmt im Video gesehen, die wir gestern in so einer Tagesaktion gechoppt haben. Wir haben da von einer Ironhead Sports Heckfender eingebaut, einen Eigenbau Sissy Bar, aber das habe ich ja alles schon erzählt in dem scheiß Video da. Genau, ist eine 535er Virago, hat der Dennis relativ neu gekauft. Ne? Genau. Ein Monat. Ein Monat, genau. Vorher lange 125er gefahren, ja. Und jetzt auf dem Mobil unterwegs. Finde ich jetzt echt schön. Tausendmal besser als original vorher mit dem MINT-Krempel. Ne? 46 PS. Was steht denn da hinter dir? Vor mir steht der Simon. Der Simon erklärt mir jetzt erstmal, mit was er für eine Karre heute da ist. Weil es ist nämlich keine rote Diversion. Weil die rote Diversion, die ist vom Charlie, unser Ersatz-Diversion-Man. Der Charlie braucht aber noch einen Yamaha-Fischerhut. Um mich herum sind nur gestörte Psychos. Nee, ich hab eine Mütze zu Hause. Nee, so, jetzt zeig mir mal deine Z, mit der du heute da bist. Also ist ja eigentlich überhaupt nicht mein Ding, aber die finde ich schon noch ganz nice, wegen den beiden fetten Upswap-Tüten auf jeder Seite. Sieht schon echt cool aus, finde ich. Hast du auch relativ frisch geschnappt, ne, beim Lutz? Ja, im November, ja. Ja. Z1000, Baujahr 2004, 98 Dezibel, 130 PS. Ja. Das war ganz geil. Und macht vor allem auch noch wohl wirklich, würde ich sagen, noch ganz gut Lärm, ne? Dafür, dass das eigentlich original ist, ist das schon nice. Und hat natürlich nochmal deutlich mehr Power als die rote früher, ne? Ja, auf jeden Fall. 80 PS mehr. Ja. Das ist eine Ansage, ne? Ja. Aber du hast ja noch die blaue Diversion, die haben wir ja letztes Mal im Video auch gesehen. Also das Ding ist ja auch ganz cool. Ja, und das Ding ist jetzt mal für zum Blocken, um schneller nach vorne zu kommen. Hat der Simon auch so ein bisschen Goldakzente gesetzt. Ne? Nicht so Messing wie der alte Onkel hier, der gerade filmt. Was ja halt auch, Gabel ist ja auch so goldeloxiert. Ja, schöne Akzente, finde ich. Ganz nett. Iha. Genau, das ist Faxes VN 1500 Classic. Die haben wir auch recht günstig geschnappt, ne? Vom Vulkania-Forum von einem, den wir schon länger kennen. Und ja, ist ganz witzig eigentlich. Die hat schon 100.000 runter, als Faxe die gekauft hat. Ne? Ja, 94 hat es. Oder 94.000. Kauft man ja normalerweise nur zähneknirschend, aber der Preis war halt nice. Und ich persönlich kenne vom Vulkania Germany Forum jeden einzelnen Vorbesitzer. Ich weiß, wer da vorher dran geschraubt hat. Ich weiß, wie gut die gewartet wurde und die fährt sich echt wie ein Neufahrzeug. Ist unglaublich. Das Ding hat wirklich, trotz der Laufleistung, rennt das Ding wie eine Nähmaschine. 111.000. Ja, nicht schlecht. Ja, ne, also wie gesagt, ist auch noch relativ original, also die ausladenden Front- und Heckfender. Einzige, was die Heckfender gerne machen, die reißen ja, hatte Faxe halt auch. In alten Videos sieht man, dass die hier ganz gerne mal ein Heftpflaster war. Und ich habe mir mal letzten Winter oder vorletzten Winter Faxe, weiß ich gar nicht mehr genau, habe ich mir mal hingesetzt und habe hier so ein fettes Fender-Trim gebaut, draufgeschweißt. Ja, ist dann gespachtelt und lackiert worden. Jetzt sieht das A sehr cool aus und B sollte das nicht mehr reißen. Ich sag mal, da sind 3 Tonnen Stahl jetzt drin. Ja, hier seitlich auch nicht. Da war es gerissen. Ja, da habe ich halt auch so ein komplettes Gerüst reingesetzt. Wenn ich die Fotos wiederfinde, dann haue ich die gleich mal rein. Fender wiegt jetzt anstatt 10, 15 Kilo. Ja. Aber wie gesagt, Build to Resist. Also ein schönes kleines Rücklicht drauf. Vans & Heinz Auspuffanlage hat einen angenehmen, schönen, dumpfen Sound, aber auch nicht zu laut. Echt ganz nice. Ja. Und das Ding hatte ich tatsächlich noch in meiner Funduskiste rumliegen. Das Leder-Tank-Dingens. Ja, wie gesagt, schönes Moped, finde ich. Jetzt gucken wir uns mal die Dragster von Bernd an. Kleine Dragster noch. Ja. Warte, Baujahr 2007. 79.000 drauf. Fährt astrein, keine Probleme. Ja, die guten Excedra Max drauf. Vor Metzler Marathon. Lasst die Scheiße sein. Ja, schlimmster Reifen ever, echt.
Wer den Kack gebaut hat. Letzter Marathon hat jeder gehabt von uns und glaube jeder scheiß Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Fallen gerne auseinander die Reifen, auch selbst wenn sie noch relativ neu sind. Da brechen dann mal ganz gerne ganze Teile aus dem Profil raus. Und wenn man Bock auf Schlittschuhlaufen hat, ist Regenfahrten mit dem Metzler Marathon auch eine sehr gute Idee. Ja, ansonsten so ein bisschen auf Steampunk, Japan Endzeit gemacht. Ich gehe mal rum, sieht man nämlich nichts. Alles, ja, bisschen wie gesagt. Hier Lederwerkstatt, Bochum Schraube. Unser Schraube, unser guter Kumpel, ne, mit der Lederwerkstatt in Bochum. Wenn ihr mal irgendwas gehabt haben müsst, Thema Leder, immer, Sitzbank. Immer Besuch wert. Hat sogar meine Kutte gemacht, also einfach top der Typ, bester Typ. Und hier überhaupt. Immer das Utensil für die Radfahrer unterwegs. Also Bastiau, du hast ja auch einen an der Klatsche, ne? Ich habe auch einen an der Klatsche, also wer die am Radweg fährt. Nö, also meine kleine Maschine, 6W50er, zieht gut, Kardanantrieb, läuft. Ja, noch, ne? Du vergrößerst dich ja jetzt auch, ne? Ja, ich steige jetzt auf die 1100er Dragstar. Ja. Und genau. Wenn wir dann auch mal ein bisschen choppen, ne? Genau, so sieht's aus. Ja, top. Vielen Dank. Jo. Jetzt auch mal zeigen hier. Ja, das ist meine Süße hier. Genau, bestes Bike im mittleren Preissegment, wie ich finde, VN 800. In dem Fall eine VN 800A, super Möhre. Ja, alles original, bis auf natürlich Sissi-Bar und Lenker, das ist anders. Genau, also ich Tüte natürlich auch. Ja, da haben wir den Krümmer gechoppt und haben zwei Tepper-Töpfe drauf geworfen. Ja. Und ja, jetzt brüllt die ganz gut, hört sich auch geil an. Eine Sissi-Bar hat auch unser Kumpel Lutz von MCR Dortmund noch auf Halde liegen, für einen kleinen Euro geschnappt. Genau. Hat in dem Fall den VN 800 Classic Heckfender eingebaut, nicht den Original 800A-Fender. Ja, schönes kleines Rücklicht. Ja. Frontfender ist original und rennt erste Sahne. Ne? War im Prinzip ein Bahnfeind, als wir die geholt haben. Ne? Also ein Scheunenpfund. Ja, genau. Für echt überschaubares Geld auch in diesem Fall geschnappt. Und, hatte nur 17 gelaufen, als ich die gekauft habe. Ja. Wann haben wir bezahlt? 33, haha. Wann hattest du bezahlt? Weißt du noch? Zweieinhalb, also ist echt geschenkt für eine VN 800. Also heute zahlst du, und das ist ja erst 2-3 Jahre her gewesen, heute zahlst du locker das Doppelte für so eine Möhre. Ne? Das ist schon der Hammer. Also ich habe selber auch noch meine alte VN 800. Ich muss einfach nur sagen, ist ein super Moped. Ein Vergaser und gut zuverlässig. Genau. Das stimmt. So wie du. Hallo. So, Carina hat eine VT 600. Von Baujahr, weißt du das? Ja, 95. 95, ne? Ja, hat auch ein bisschen Krawall in der Tüte, ne? Ich glaube, die sind ein bisschen entrümpelt, ne? Muss ja atmen. Ja. Ja, haben wir vor kurzem auch noch ein bisschen dran rumgeschraubt, ne? Die war ja vorher wirklich so, ja, so ein bisschen, was man heutzutage Bobber-Stil nennt, also mit schwingender Heckfender, einen breiten Lenker drauf, haben wir jetzt mal ein bisschen umgestrickt und eine sexy Sissi-Bar dran geschweißt, mit einem netten Freundschaftsring in der Mitte. Habt ihr ja vielleicht auch schon gesehen im Video. Und ja, jetzt haben wir den Elbhänger auch endlich dran. Das hatten wir ja damals zeitmäßig nicht noch geschafft. Haben wir mal nachgeholt. Ja, ist halt auch schön matt-schwarz. Wollen wir demnächst noch mal einmal überlackieren, weil ein paar Kratzer drin sind. Ein bisschen was werden wir damit noch machen, ne? Und? Mr. Flausch. Und auch lila, was ich sehr schön finde. Das habe ich nur für dich getan. Ich weiß. Sie muss auch noch ein bisschen glitzern. Ja, dran. Ich bin gespannt, was Carina noch anrichtet an der Karre. Das wird schrecklich, glaube ich. Nein, aber sonst ein sehr schönes Moped, ne? Sehr zuverlässig, sehr. Das Handling ist super. Ist sogar dein erstes Moped, ne? Hast du jetzt seit 3 Jahren oder 2 Jahren? Ja. Ja, macht auch nicht viel Stress, also finde ich, läuft auch echt erste Sahne. Okay, ja. Das tut mir leid, Carina, du weißt es in dem Fall ja einfach nicht besser, ne? Ja, die Pause war ja jetzt ja nur, damit man den Angstköttel weg wieder reindrücken kann. Von gerade aus der Kurve. Hallo! Ah ja, der liebe Hirschbrot geht auch auf der Z, wie ich sehe. Stand tall and fight, and fight. I will never break.
fahren rein. Ja, wir gucken, ob da vorne ein Parkplatz kommt. Okay. Eine Karrengarage. Oh, guck mal. Was ist das? Noch eine Karrengarage? Ja, noch eine Karrengarage. Noch eine Karrentür. So, jetzt sind wir gleich da. Genau, jetzt haben wir gesehen, können wir abhauen. Also ich habe ja vorgeschlagen, als wir hier oben mit dem Motorrädern standen, dass wir einfach hier vorne direkt neben dem Eingang parken. Ja. Aber nein. Aber da steht Feuerwehrzufahrt. Ja. Außerdem machen die eine Mützenkontrolle. Die Burg ist aus Stein, die kann nicht brennen. Das ist allerdings wohl wahr. Ich stelle mir nur die Frage, welche Klapsmühle hat jetzt der Ausgang? Oder wo ist überall den ihr Pfleger? Ein paar Kunden, ey, die sind doch alle geimpft hier. Alles geimpfte Viecher. Furchtbar. Furchtbar. Dass man die rauslässt an so einem Tag, ey, da können wir schon wieder die Krawatte platzen, aber. Ehrlich, ey, so ein paar versumpft. Es gibt eine bestimmte, eine spezielle Hölle für die Würfelfahrer. Jetzt fällt das, wie gesagt, so kurz am Tod. Ja, Simon hat auf jeden Fall einen Schatten. Fällt ihr das, wie gesagt, so kurz am Tod? Und welchen Quatsch macht man dann so, wow, oder so. Karin, wäre das ihr normales Refugium, ne? Was? Warte, wenn ich hier kurz abnehme, dann sieht man auch die Nase. Guten Tag, Herr Nasenmann. Ja, das passt. Ja, sehr schön. Das ist Kunst am Objekt. In einer Bildungseinrichtung. Ja. Die saufen Lack? Ich kann es mir nicht anders erklären. Nicht durchlaufen. Das ist eine Karrentür. Boah, Alter. Wir haben uns doch selber hier. Ja, ja, ja. Achtung, Kind. Oh. Ist das hier der Marc Dutroux-Krenner? Ui. Wow. Turm mit Angstloch. Könnte auch irgendwie ein schmutziger Film sein. Ja, ja, mit Motorradfahrer kann man nur den Angststreifen. Ja.
from discards, sailors of the Sommel seas clean the halo from his feet. Broken bow and mangled fern, our hull is holding firm, raise the sail. Woher kamen die zuerst? Wenn dann der Chris auf sie fällt, ist das noch lustig. Also man muss dazu sagen, wahrscheinlich sieht man es im Video jetzt gar nicht, die Yvonne hat ja Hobbit-Größe und ich bin eher so der Ogre. Oh, ich habe nachher echt viel Strieben an der Arme. Wie eine Elfe. Ja. Chris schiebt also Katapulte durch die Gegend. Ja. Meine Mama schmeißt Steine auf Gondor, weißt du doch. Hi. Ja. Ja, Junge. Stubborn sides, stench of death will be your bride. Alles gut. Ich tut mir schon echt ein bisschen leid. Ich hab dir kein Wort. Doch. Die hör auf zu lachen! Das war deine Frau, diese dreckige Lache! Ja, von der kenne ich das ja! Ich hab nur mitgelacht! Ja. Burg Oga ist coming. Ey, da ist das Angstloch! Oh, das! So zu spät. Das Angstloch. Ich biege einmal ab, dankeschön. All hail the Baron King, hear the silver trumpets ring, ruler of the seven seas, wretched souls fall at his knees. Rotten hearts are growing stale, evil thoughts will prevail, sailing through the restless seas, taking riches as we please. So, nachdem der Markus sich jetzt hübsch gemacht hat, kann er was zu seinem Moped sagen. Was ist denn das? Das ist ein Triumph Rocket 3 Roadster. Alles original, ne? Ja, soweit ist das alles original. Na, die Luftfilter, alles original. Ja, Auspuff auch. Auspuff auch, ne? Ja. Der ist auch krumm, habe ich gesehen, ne? Ja, ich lege da auch viel Wert drauf, da ich da nichts dran verändern. Ja. Ist auch besser so, ne? Wegen Garantie und alles. Ja, genau. Und wegen der Polizei eben, ne? Ja, genau. Da hat ja ganz schön Bums, das Ding, wa? Ja. Wie viel Leistung hat die? 165 PS, 240 Newtonmeter. Das Ding ist üppig. Ich glaube, das kann man so sehr, sehr schnell schon feststellen. Das reicht zum Blocken, ne? Zum Blocken reicht das, ja klar. Wie geht's denn deinem Finger überhaupt? Ja, der ist wieder heile, alles wieder gut. Sie konnten ihn erfolgreich im Krankenhaus wieder annähen, ne? Genau. Aber deine Düner ist ja eigentlich viel cooler. Wo ist denn die Düner? Die ist leider defekt, aber die kommt demnächst wieder. Ja, müssen wir erstmal den Motor wieder fit machen, ne? Genau. Das ist ja zumindest als Ausweichmoped eine ganz nette Sache, ne? Wie lange hast du die jetzt, Markus? 6 Jahre. 6 Jahre? Boah, ist auch schon eine ganze Weile. Ja. Und die Sitzbank ist neu. Ja, die ist echt schick. Von Corbin oder was, ne? Ja. Ah ja, steht auch drauf. Map. Ja, cooler Hobel. Ja, danke dir. All hail the Baron King, hear the silver trumpets ring, ruler of the seven seas, wretched souls fall at his knees.
jetzt mal das Moped von der... Was? Nein, du hast mich getreten. Ich hab dich getreten? Ja. Oh. Ja, das war frech. Ja, aber nicht mehr als sonst. Soll ich dir mein Messer leihen? Ja, nein. Schon der Angstschweiß auf der Stirn. Das ist gute Opinel wieder. Wichtig immer kurz diese Einrastfunktion. Die hat letztens zum Malheur geführt. Das Messer rastet ein und Bernd rastet aus. Ja. Versteckt eure Finger. Der Bernd hat sein Messer. Bei ihm ist er da wieder klar. Ein bisschen Blut ist noch dran. Ja. So, aber eigentlich wollte ich mir das Moped von der Karin angucken. Karin, hi. Hallo. Was ist das für ein Moped? Ein ungeputztes. Hallo? Ja, genau. Ja, ja. Das halte ich für Fake News. Das ist eine tragende Schlammkruste. Genau. An dieser wunderschönen Suzuki Intruder. Eine 1400er. Aus der Sicht der Verkehrspolizei kann man wohl sagen, dass die Fahrer schwarzer Fahrzeuge wenig Sicherheitsbewusstsein zeigen. Es müsste sich langsam herumgesprochen haben, dass die Farbe schwarz, insbesondere wenn auch die Chromteile noch übermalt sind, weder bei starker Sonneneinstrahlung noch bei Dunkelheit besonders gut zu sehen ist. Frisch geputzt von Markus. Nicht sehr gut, wie man sieht. Mit Blut. Mit Fingerblut. Nein, was soll ich erzählen? Von 89? Ja. Ich wollte gerade sagen, von 87 sogar, ne? Von 87. Genau. Also eine der allerersten. Sozusagen, ne? Ja. Und Besonderheit ist ja noch Vierganggetriebe anstatt Fünfganggetriebe wie bei den späteren, ne? Ja, ein bisschen weniger Schalten. Genau. Ja, was haben wir umgebaut? Kontrollleuchten. Zum Beispiel? Alles, ja, genau. Kontrollleuchten natürlich, Tacho, dass der Okulüt hier nicht wieder sitzt. Genau, Tacho haben wir hier an der Seite dran gemacht, so einen kleinen Oldschool, so ein bisschen Steampunk-Style Tacho. Ansonsten andere Auspuff natürlich. Genau, 2x2, aber dann auf rechts raus. So leicht abswept. Damit auch ein bisschen Satteltasche dran passt. Alles original. Da zeigst du da die ganze Zeit. Seitliches Kennzeichen. Seitliches Kennzeichen, das stimmt ja, sogar. Logisch. Eine Satteltasche mit Benzinbuddel haben wir auch dran. Ja, ansonsten, so wie man sie kennt, die 1400er Trude, ne, mit Kader natürlich. Ist ein Burkhardt-Heckfender, glaube ich, drin, ne? Ja. Genau, Sissi Bar Eigenbau, kleiner Gepäckträger. Ich habe den Sattel punziert. Mit einem Rattensklett und unserem Clubschriftzug, ne? Und um das Ganze zu vervollständigen, richtig schön ausgelutschte, ausgenudelte Stoßdämpfer von einer 125er, damit das Teil auch bei mir einfedert. Ja, es war großartig. Wir haben da Konis drauf gehabt, wir hatten davon welche von Hagon drauf, ne? Und kannst du kurz sagen, warum das wieder runtergekommen ist? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Die waren wunderschön. Ich habe keine Ahnung, warum die nicht gefedert haben. Ja, weil Karin halt ein bis zweizelliges Lebewesen ist, federt das nicht wirklich ein. Und schlussendlich, nachdem wir wirklich alle möglichen richtig teuren und guten Dämpfer eingebaut haben, sind wir dann hängen geblieben bei diesen billigen 0815 Stoßdämpfern. Ich glaube auch bei Louis aus der Restekiste für ganz günstig Geld. Die waren schon gebraucht. Ja, sogar nur gebraucht bei Kleinanzeigen, wie für einen Zwanni gekauft. Schön ausgesessen. Richtig, das federt tatsächlich. Ne? Damit kann Karin wirklich vernünftig fahren und die Karre ist nicht mehr so eierig in der Kurve. Also 170er Hinterreifen, da war mal ein 200er drin, das haben wir wieder zurückgerüstet, weil das fuhr sich total rotze tatsächlich. Genau wie Originalspiegel. Originalspiegel, ne? Alles mit E-Prüfzeichen, selbstverständlich. Ne? Und handgefeilte Griffe haben wir auch dran, natürlich. Und ein Teelicht. Ja, das leuchtet wunderbar. Der 200er Hinterreifen war eigentlich gar nicht so scheiße. Das war bloß eine Reifenbindung auf Metzler Marathon. Das heißt, wenn man bei Regen fahren möchte oder bei Kälte, dann sollte man lieber Schlitten fahren. Das wird ein richtiges Hassvideo wegen Metzler Marathon. Wir haben ja vorhin schon, ich glaube, Bernd hatte was dazu gesagt. Also wir sind nicht so die Metzler-Fans hier. Also lieber wieder umgerüstet auf Originalbereifung als Metzler Marathon. Ja. Geht gar nicht. Ja. Genau, das ist Karin Intruder. Das macht sich lächerlich. Mein Moped, ne, ist eine Harley Softail, wie Markus gerade richtig festgestellt hat, 100% original. Ne? Also deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Es ist eigentlich alles so, wie es sein muss. Wie aus dem Werk gelaufen. Das Austauschen von Originalteilen mit typenfremden Teilen sowie das Entfernen von Originalteilen ist verboten. Ja, nee, ist natürlich einiges umgebastelt. Ich fange mal einfach vorne an. Wie gesagt, Baujahr 84, originale 1340 Kubik und 80 Kubik Int. Ne? Ist ein 40er oder 45er Apehänger,
Custom Tech Riser, ein Alubus, Lampengehäuse, FLH, Gabelbrücke von der Shovelhead, die ist etwas mehr gereckt als die Original, also 3 Grad mehr. Schinko-Reifen habe ich drauf, schönen Frontfender mit Sicke. Da der Ölfilter der Original nicht gepasst hat mit der Fußgastvorverlegung, habe ich hier so einen kleinen Mini-Ölkühler dran gebaut. In dem Ölkühler auf der anderen Seite ist gleichzeitig auch das Filterelement drin. Da brauche ich also nicht mehr diesen riesen Okolytenfilter drauf haben. Kontaktzündung ist die umgerüstet, hat eine 5 Ohm Zündspule, dementsprechend so gut wie null Elektrik drin. Kleiner offener Luftfilter, bei dem Baujahr Gott sei Dank ja noch kein Problem. Kleiner Benzinfilter in Glas, da habe ich auch mit Hand graviert und gefärbt. Originaler CV-Vergaser, also im Winter fahre ich tatsächlich einen 42er Mikuni Flachschieber. Ja, ich habe einen Winter- und einen Sommervergaser, ich gestehe. Das ist der Sommervergaser, ist aber auch nicht mehr so ganz optimal, sondern da ist ein Thunderslide-Kit drin mit Ultraleichtschieber, 185er Hauptdüse habe ich da, glaube ich, drin, 45er Leerlaufdüse und damit läuft sie wirklich sehr gut. Kicker natürlich drin, Baujahr 84, wie gesagt, allerdings habe ich ein 5-Gang-Getriebe drin und nicht mehr 4-Gang. Kickt sich auch eigentlich wunderbar, springt wirklich gut an damit. 60% of the time, it works every time. Auspuffanlage ist kompletter Eigenbau, Shorty-Endtöpfe mit von irgendeiner Touring-Anlage abgesägten Fishtails, weil die schön schmal sind, fand ich die ziemlich cool. Heckfender ist Eigenbau, das ist eigentlich ein Zubehör-Frontfender, ich glaube für eine Fatboy, die ich abgeschnitten habe. Von einem Original Fatboy Frontfender, die Dateichen hier abgeschnitten und drauf geschweißt mit ein paar Löchskis drauf. Schinko Hinterreifen mit den Stripes drauf. Ich habe die Original Speichenfelge, weil mir ständig die Speichen gebrochen sind, getauscht gegen ein Scheibenrad. Dann habe ich hier eine schöne Satteltasche, habe ich auch ein bisschen handpunziert da drauf mit so einem Schnellsystem, was man abbauen kann. Ich habe einen Kennzeichenträger, ist auch eingebaut aus, ich weiß nicht, 3 cm Stahl oder was, weil Bert mir immer hinten reinfährt und mir das Kennzeichen baut. Und wenn man hier reinbohrt, dann ist man ein Mongo. Wer macht denn sowas? Das nur du. Das war ein Mongo. Das sind ja normale Menschen, die die Birne rausnehmen. Was hast du denn gemacht, du Mongo? Genau. Ansonsten, Sitzbank ist nur auch ein halber Eigenbau. Eine gefühlte Ewigkeit später. Was labert der? Eine gefühlte Ewigkeit später. Ja, genau. Blablabla. Genau, habe ich auch selber punziert. Das Tankbett auch. Und dann bin ich mit Fuku dahin geflogen. Du bist nur neidisch, ja. Das stimmt. Ich weiß, ich Moped habe. Ich hoffe, jetzt halt jetzt auf die Fresse. Das ist meine Software und wie gesagt, es ist fast alles original. Aber wir hauen aber echt rein, wo ich sagen muss, die Leder-Applikation, die gemacht wurden, die sind schon vorne. Das müssen wir hier einfach nochmal einbauen. Da ist ein neues Auspuff drauf. Ja, sehr schön. Also manche können sich einfach nicht voneinander trennen. Ne? Der Charlie, weißt du, je Oller, je Dollar. Das war nicht meine Schuld. Ja. ihr seid auf jeden Fall kompatibel, glaube ich. So, komm, ich wohne. Ihr seid dort. Und tschüss.